So. Jo, der ist ein bisschen größer wenigstens. Naja, irgendwas ist ja immer. So, es wird schon wieder Nacht. Ist sie so schlimm? Wird's schon wieder? Ja, ja. Jetzt nimmer. Ja, da hätten wir's ja. Da steht endlich ein Friedhof. Sagst du. Da kann das Schild hier weg. So. Tschüssi. Bolzen weg. Ja, ja, ja. So gefällt mir das. Ohne Bolzen? Finde ich jetzt nie cool. Es wird bald wieder gebolzt, ne? Wenn die EM anfängt. Ja. Wenn wir das hier ausstrahlen, hat's ja schon angefangen. Hat's schon angefangen? Na dann. Hey. Deutschland. Ich habe sogar schon einen Geheimfavoriten gehört. Ich kenne mich mit Fußball nie wirklich aus. Das Geheimfavorit wurde mir Belgien genannt. Belgien, ach. Aber ich glaube auch nie. Weil ich kenne mich ja völligst aus, wie ich gerade meinte. Und deswegen denke ich, wird's Aserbaidschan. Bin ja, ich mir eigentlich weit aus dem Fenster sicher. Gelegt. Das europäische Land Aserbaidschan. Ja. Macht beim Eurovision Song Contest ja auch mit. Also muss es ja auch damit machen. Muss. Und gewinnen. Und gewinnen. Naja. Nee, keine Ahnung, ist mir eigentlich relativ schnubbe, wer hier irgendwie Fußball spielt und wer nie. Ja, was ich halt ein bisschen, also es geht mir immer so, jetzt das erste Spiel, für wo Deutschland spielt, das ist am 12.06. gewesen, okay. Sage ich jetzt mal, zwinker, zwinker. Und das um 21 Uhr. Das finde ich halt so, warum muss denn 21 Uhr noch ein Spiel sein? Weil wer eher wichtiger ist. Weil das geht dann bis 0 Uhr insgesamt oder so. Mit Verlängerung, wenn es sowas gibt. Am 14.06. ist war E3. War E3. Wichtiger. Oder ging es im War los? E3. Wundert euch also nie, nee. Wenn wir noch nicht darüber berichten können, wenn das erst in 4 Wochen kommt, dass wir über die E3 reden. Das stimmt ja nicht. In der nächsten Aufnahme reden wir schon drüber. Kann sein. Also wenn das hier kommt nächste Woche. Krass. Ist immer ein bisschen schade, dass man sowas dann nie aktuell abgreifen kann, aber naja, ist halt so. Ja, aber so funktionieren Let's Plays, kriegt euch ein. No. Naja, es geht, das kann man ja erklären, es geht halt bei uns nie, weil wir sind halt zu zweit und dann kann plötzlich mal einer mal nie und wir brauchen halt ein paar Pufferfolgen, sonst kommt halt nichts. Eben, außerdem haben wir einen Stand auf der E3 als größte deutsche YouTuber und... Genau, größte deutsche YouTuber der Welt. Haben wir uns getauft. Ja. Oh ja, mit dem mindestens zweitbesten Twitch-Stream. Genau. Der Welt. Der Welt. Hast du das Krawill schon wieder abgebaut? Bis Schnee. Schon wieder was runtergefallen? An derselben Stelle. Komisch. So, komisch, komisch. Das habe ich gerade statt Friedhof Fire geschrieben. Das macht Sinn. Fire. Fried Fire. Friendly Fire. Nö, da werden wir mal sehen, was wir zu berichten haben von der E3. Bin gespannt, ob Nintendo was verbringt. Tja, das sind wir alle. Ja. Ist ja dann wieder mein Mädchen. Am meisten wahrscheinlich. Ja, klar. Genau. Kaufen werde ich sie mir zwar wahrscheinlich nie gleich, höchstens nächstes Jahr dann vor Weihnachten oder so. Ja, aber also werden wir mal schauen, was bei rumkommt. Ne? Wenn es ein Scheiß ist, dann kaufe ich es mir auch nicht. Nö. Man weiß ja nie. Kann auch immer noch Kacke sein. Ja. Mini Wii U, ja, die steht jetzt bei mir halt rum. Eigentlich müsste ich mal weiterspielen, aber mir fehlt irgendwie die Muße. Aber eigentlich habe ich noch ein, zwei Spiele. Ich habe noch ein verschweißtes, was ich mir gekauft habe und eigentlich spielen will. Schon ein bisschen blöd von mir, aber man hat halt bei auch mir steht sie auch rum. Ja. Momentan hat sie sich für mich noch überhaupt nie gelohnt. Nee, aber naja. Bei mir auch nie wirklich. Halt. PlayStation war da irgendwie schon mehr im Betrieb. Ja, wenn es Filme gucken war. Naja. Da habe ich, doch habe ich auch schon. Weil es ja als Blu-ray-Player halt fungiert. Ja. Na, Twitch-Player geht ja jetzt auch. Twitch geht jetzt auch, ja. Habe ich aber auch im Fernseher. Ja, das. Für sowas mache ich auch die PlayStation nie an. Ich meine, ich habe einen Chromecast, wie schon mal gesagt, und da. Brauche ich sowieso nichts anderes. Genau. Ich habe halt Android auf dem Fernseher. Naja.
Mein Beileid. Da brauche ich auch nicht so richtig. Android auf dem Fernseher ist ein Sony? No. Ah. Aber angeblich so haben, also den Nachfolger haben sie, glaube ich, nimmer mit Android gemacht. Weiß ich nie. Irgendwie war das wohl zu unstabil. Also es, die hatten ein paar Probleme damit irgendwie. Aber... Keine Ahnung, ich habe keine Probleme. Ist dort ein Chromecast mit integriert? Nee, dass ich wüsste. Nee, es gibt nämlich eins, da haben sie jetzt einen Chromecast mit integriert. Das fand ich eigentlich eine coole Idee. Ja. Could be, my dear friend. My dear, 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 dear. Wollte ich jetzt mal loswerden. So, dann haben wir hier unten die Krypta auch schon ein bisschen. Oh, das war ja sinnlos. Eine Krypta zu bauen? Ja. Da will ich jetzt bloß noch überall Kisten in die als Särge so, weißt du? Endlich Regen. Könnte hier mal auch ankommen. Hat sie wieder aufgehört. Mit Downern. Könnte schon ausrasten, ey. Aber richtig. Doll. Richtig ausrasten. Richtig doll könnte ich jetzt ausrasten, ey. So, kann hier noch irgendwo buschen? Ich freue mich richtig auf die E3, schreibt da Janni. Oder hat er geschrieben vor 5 Minuten. Ah. Schön. Wir auch. Ich freue mich da generell auch immer drauf, auch wenn ich blöde Arbeitszeiten habe an den Tagen, wo so ist, aber naja. Naja, mein Gott, ich lese es dann halt im Nachhinein, was soll's. Mhm. Ja, ich habe halt immer gerne die Pressekonferenzen geguckt, aber das kann ich auch nachholen. Nee, die sind ja immer in Englisch, wisst ihr? Na und? Und das kann ja eigentlich kein Deutscher. Englisch. Weil wir sprechen ja nur unsere Sprache. Ja. Kann ich wenigstens bei der EA-Pressekonferenz auch vorspulen, wenn die ganzen scheiß Sportspiele kommen, ja, die keine Sau interessieren. Also wie immer halt. Diese Kacke. Machen sie wieder eine halbe Stunde lang ihre Kack-Sportspiele. FIFA-Version keine 400. Sau interessiert das. Oh doch, FIFA schon irgendwie. Ja, das stimmt, aber das brauchen sie nie präsentieren, weil sich nichts an den Spielen ändert. Doch. Brauchen sie nie auf die Bühne gehen, ich weiß auch nicht. Dann kommt am Ende die FIFA-Fans, die feiern das, ja, da gibt's ganz schön viel Neues. Übelst. Ja? Der Ball rollt jetzt noch realistischer. Genau, er hüpft so jetzt ab und zu sogar übers Feld. Ja. Und Frauen wurden erweitert. Oder so. Dann kommt ganz am Ende wieder ein Trailer vom neuen Battlefield, das ja dann im Weltkrieg spielen wird wahrscheinlich. Mensch, das wäre ja auch mal was Neues. Das machen sie ans Ende, damit überhaupt jemand zuguckt. Ja. Bis zum Ende. Das stimmt. Dann sagen sie vielleicht noch hier, die Beta startet jetzt das Wochenende oder so. Das haben sie schon mal gemacht. Mhm. Ja, super. Cool. Bin völlig unbeeindruckt. Vielleicht ein bisschen was zu Mass Effect wird kommen. Mal sehen. Mhm. Der vierte Teil einer Trilogie. Genau. Bin doch sehr gespannt auf das Spiel. Ich erst. Übelst. Übelst. Also EA, da reizt mich eigentlich gar nicht mehr. Früher hatte ich wenigstens noch ab und zu in SimCity, aber da das die letzte Version ja auch ganz schön das für den Arsch war. Ist ja auch gestorben, ja. Glaube ich nicht, dass sie ein neues rausbringen. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Die denken echt, die können alles machen, was sie wollen. Und da haben sie mal richtig einen Scheffel gekriegt. Und da bin ich auch froh darüber, dass Cities dann existierte, dass die das, den gönn ich's dann. Haben sich's halt abgezwackt. Na genau. Schade. Wahrscheinlich sogar unbewusst, weil das kam ja relativ zeitnah auch raus. Also glaube ich nie, dass sie darauf gehofft haben, dass es floppt, sondern hatten halt Glück. Genau. Zu unser aller Glück hatten sie Glück. Ja. Ich freue mich ja schon auf die E4 und die E5. Die E4 und die E5. Ja. Für was stehen die anderen E's dann? Na, für was standen die ersten drei? Electronic Entertainment Expo. Expo, stimmt. Electronic Extreme. Entertainment Extreme Experience Expo. Erection. Das sind sogar Extreme Erection Electronic Entertainment Expo. Also, die E6. War wieder einfach.
So wird's sein. Ja. Jetzt brauche ich noch ein paar Special-Gräber. Mache ich vielleicht doch Obsidian hier drauf. Das könnte man auch als... Die sind halt in Carbonit eingegossen, die Toten, die Beben, so, die hier liegen. Thomas, du hast noch 5 Minuten Zeit. Ich hab noch 5 Minuten, naja. Ich guck dir jetzt zu, ich kann jetzt nicht mehr anfangen. Und bin auch jetzt schon fertig oben. Du bist auch fertig oben. 5 Minuten. In 5 Minuten hört man es tuten. Ein nackter Arsch taucht aus den Fluten. Mm. Ist es etwa der Herr Paluten mit seinen Kluten? Nee. Nee. Nur nackter Arsch. Nur nackter Arsch. Ein Leuchtsarg? Na? Liegt dort Gott? Ja, ein Leuchtesarg. Da liegt Gott oder Gronk. Je nachdem. Dann Gronk, ja. Aber die bleiben namenlos, die. Die bleiben namenlos, ne? Das, man kann sich seinen Teil denken. Scheinbar ist es jemand Wichtiges, auch. Ha, ha, ha. Ja, hast, so hier hast du deinen eigenen Wortwitz jetzt verstanden? Scheinbar. So, die Decke müsste man vielleicht noch entsprechend schöner gestalten. Aus Gold? Naja, wenigstens nicht aus Erde. Ach, die Decke. Ja. Ja. Na, das schaffen wir auch in 5 Minuten. Nee, ich glaube nie. Na gut, machen wir das ein anderes Mal. Mhm. Ja, so ist es. So, kannst du ja noch mal draußen mit gucken kommen? Jo. Hier kannst gucken du noch einen kommen. Geheimgang reinmachen. Ja, das kann man alles. Wir sind nicht in der Bergfestung. Hier ist schwierig. Also, ich habe gleich was gefunden. Und du sagst, es ist schwierig. Tö. So. Ne, ich meine, wo soll der Geheimgang hingehen? Etwa hier hinter in das Haus oder zu Jule ins Haus? Oder? Na, zu Jule ins Brauerei? Haus? Ne, aber wirklich, die Jule hat einen coolen Keller unten. Das wäre gar nicht so verkehrt. Mhm. Zeige ich dir gleich noch. Das ist nicht schön geworden hier. Wo kommt denn das ganze Gras her hier? Naja, wenn du hier Soul Sand hinpflanzt und ich keine Blumen drauf machen kann, muss es halt daneben. Ja, ist richtig. Das ist halt daneben. Es geht doch, kann doch ein bisschen verwildert sein. So. Haben wir einen schönen kleinen Friedhof. Ich wollte eigentlich die Krypta, das können wir auch das nächste Mal vielleicht noch machen, eben auch so ein bisschen mit so ein bisschen hier dreckigen und kaputten Steinen und so machen und Spinnenweben vielleicht und so, aber komm mit. Ein andermal. Komm jetzt mit. Sehr schön. Komm sofort mit. Sofort. Komme. Ja, ich komme. Fertig und jetzt? So. Übernachtungsmöglichkeit. Und hier geht's nämlich runter. In den Keller. Ja, wenn ich mal hier runterkommen würde. Geht anscheinend nie, wenn wir beide die Treppe nehmen. Die Echt? Leiter nehmen. Ah, gut. Look at this. Look at this. Ach, hier ist ja gar nichts. Da kann man ja wirklich anknüpfen. Eben. Die Krypta. Eben. Jules geheimer Keller. Ja. Rauskommt tut man hier übrigens schwer. Dass man hier so gut rauskommt. Oh Mann, ja. Genau, ja. Ah, nee, ich finde den Friedhof, ich guck mir hier mal von oben ein bisschen an, mal schnell noch. Ist eigentlich schnicky. Ja. Oh ja, das sieht sogar kleiner, von oben kleiner Friedhof. Süß aus. Ja. Nope. Wahrscheinlich könnten sogar hier noch Gräber hin. Das wird man wahrscheinlich noch machen. Lass mir noch was einfallen für die nächstes Mal. Ich tue es jetzt bloß mit Soul Sand. Ja, weil hier ist nämlich sonst so viel Platz. Ach nee, du hattest immer 2 Abstand. Hier ist nur einer Abstand. Genau. Also hier hin. Ja, das geht. Schön. Schön. Dann würde ich sagen, machen wir dann 5 Minuten Pause, wa? Das können wir machen, und ne? Dann mal gucken, ob der Teich hier immer noch ist. Naja, der frisst ja irgendwie so ein Schwein. Wisst ihr? Zum Glück hört er will uns nie, weil er sich ja gemutet hat. Will ich nicht abstreiten. Genau. Na gut. Ein bisschen auch das Fenster mal. Dann erstmal YouTube, würde ich sagen. Bedanken wir uns fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Friedrich gefällt euch. Für Anregungen sind wir natürlich dabei wie immer offen. Und offen, dann... bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Bis demnächst. Tschüss.